Hey, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Hospital. Wir sind im letzten Level und auf der Jagd nach dem ersten Stern. Wir sind meines Erachtens gut gestartet. Wir hatten einige Ärzte, die nicht unbedingt ideal waren, nicht wirklich optimiert waren, haben aber ihre Arbeit insgesamt noch ganz gut erledigt. Wir haben ebenfalls jetzt hier unser zweites Gebäude gekauft und gebaut und haben da so gut wie alles reinschieben können, das ursprünglich wirklich versucht hat, hier irgendwie zu überleben. Und es gefällt natürlich sehr gut. Wir haben zwar immer noch nicht wirklich viel Geld, da müssen wir also weiterhin aufpassen. Aber ich denke mal, von hier aus so nach und nach weitermacht, dürfte eigentlich nichts anbrennen. So, wir müssen gucken. Wir haben hier Leute, die ausgebildet werden für Treatment. Und ihr könnt noch rein, gar nichts, plus sie mit Pharmacy. Lass uns mal wirklich ganz kurz einfach nochmal hier schnell gemeinsam rüber gucken. Genau, wir haben hier diesen bunten Hund, der uns wirklich geholfen hat. Der hat die kompletten Treatment-Sachen übernommen als Doktor, als wir überhaupt keinen anderen bekommen durften. Und von dem, was wir so von der Quote mitbekommen haben, sah das eigentlich relativ ordentlich aus. Ich glaube, zwei sind gestorben, die im Endeffekt nur gewartet haben und der Rest wurde eigentlich erfolgreich behandelt, das ist sehr gut. Wir haben zwei, die hier arbeiten können und wir haben fünf, die aktuell in diesen drei Bereichen arbeiten. Das ist in Ordnung. Wir sollten zwar definitiv immer noch weiterhin gucken. Wer bist du eigentlich? Oh, stimmt, dich hatte ich schon rausgenommen, oder? Oh, und ich habe dich gefeuert. Achso, weil ich diese zwei negative Traits hatte, genau. Und wir jetzt die beiden ja hier haben, die das ohne Probleme können. Und minus unhygienic eigentlich ganz in Ordnung sind. So, lass uns trotzdem ganz kurz hier gucken. Ja, aktuell haben wir keinen. Wir könnten hier jemanden nehmen. 1:1 von den Traits. Das sollte in Ordnung gehen, aber ich brauche aktuell keine. Wir müssen trotzdem Augen weiterhin offen halten. Dann, Nurses, da ist es schon so ein bisschen bunter. Wir haben vier Leute, die in den Wards arbeiten, zwei hier und zwei dort, und das haben wir fest definiert, aber weil der Laufweg sonst zu groß wäre, wenn die immer hin und her mixen würden. Wir haben, da müssen wir, glaube ich, denke mal ganz kurz hier rüber wechseln, weil zum Beispiel hier, wir sehen, diese Person könnte theoretisch Treatment auch arbeiten, arbeitet aber rein in Diagnose. Die Person würde ich ganz gerne irgendwann noch loswerden. Dass man vielleicht guckt, dass man ernsthaft noch eine zweite Nurse hochzieht. Da will ich ganz schnell nochmal gucken. Okay, aktuell keine. Die vielleicht ebenfalls dort arbeiten kann. Dann wollen wir ganz kurz gucken. Wir haben nämlich nur in der Theorie vier Leute, die Diagnose arbeiten können. Und dann würde ich halt sonst nur drei, weil die wiederum diesmal im Treatment arbeitet. So, wir haben dich. Du kannst Pharmacy arbeiten, hast aber noch die anderen beiden drin. Und das ist interessant. Das Ding wird unten noch geupgradet. Genau, das ist wichtig. Das dürfen wir also nicht aus den Augen verlieren. Wir haben das Ding ebenfalls. Okay, also wir haben theoretisch zwei Leute, die aktuell rein Treatment sind. Drei, die das theoretisch auch noch machen könnten. Meine Sachen sind immer wirklich wichtig, dass man die Überblick oder den Überblick behält, damit man immer noch so ein bisschen weiß, was da ist. Turbo Plunger, das Ding, das Ding, das Ding, das da, werden alle vom Doktor gemacht. Das, 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 das und das wiederum von Nurses. Meine Frage ist, ob, wenn wir jetzt sagen wir mal hingehen, wir haben zum Beispiel in dem Fall Dave Nosh und Rally Over die Pharmacy arbeiten. Man könnte sagen, man nimmt nur die beiden für die Pharmacy, damit da eine gewisse Rotation besteht, dass falls wirklich der eine, ich glaube wirklich, einer arbeitet fix dort. Dave Nosh. Genau, Rally würde aktuell fix dort arbeiten. Die große Problematik ist klar, diese Person könnte ohne Probleme, theoretisch beide, könnten dort arbeiten. Meine Angst ist immer nur, wenn einer fix dort arbeitet und dann Pause einlegt, dass die andere Person vielleicht nicht bereit ist, aber weil sie woanders in der Zwischenzeit gearbeitet hat. Und ich weiß halt nicht, wie das von der Rotation so hundertprozentig funktioniert, ob die dann wirklich dann rübergehen würde, wenn jemand anderes in der Theorie auch arbeiten könnte. Wenn man also in dem Fall sagt, oh, die Person macht Pause. Die Person arbeitet gerade hier, die auch dort arbeiten könnte und einer äumelt nur dumm herum. Ob der dumm herumäumler dann diese Person ablösen würde, damit diese dann dort rübergehen kann. Deswegen ist jetzt auch die Überlegung, wenn man hier gerade schon zwei hat,
die das Ganze bekommt, beziehungsweise 3. Ich denke, wenn wir auf 3 hochgehen, aber ich glaube, einer von euch ist, ja, einer von euch ist rein Schnibbler gedacht, 2 theoretisch. Ich denke, das könnte man überlegen, dass man sagt, die macht Schnibblerin, aber auch die anderen Sachen. Weil dann könnte man definitiv die eine Person da abziehen. Das könnte man überlegen, aber ich lasse es mal ganz kurz nochmal so. Einfach nur, dass, weil die ja noch ausgebildet werden, dass wir das nicht übereilig durchführen. So, das Ding ist fertig. Das ist gut. Die Position ist nicht ideal, aber wenn das fertig ist, wird es da eh wieder rausgezogen und da hinten irgendwo hingeworfen. Ich denke, mit dem aktuellen Geld, da wollen wir ganz kurz gucken. Wir warten den Monat schnell noch ab. Wir sollten auf jeden Fall einen zweiten von denen bauen. Logischerweise von allen, aber halt, dadurch, dass es hier gerade brennt. Also, wir haben definitiv Kosten, die man reduzieren kann. Ich überlege gerade, wie man das am besten baut. Vielleicht bauen wir das wirklich einfach mal hier so in die Ecke erstmal hin. Oh, da steht erstmal schon wieder was im Weg. Ah, ja. Wir upgraden das einmal. Die Dinger sind alle, genau. Noch einmal. Das wollen wir auch für die Zukunft anpassen. Aber wann diese Zukunft genau sein wird, ist noch nicht klar. Wir haben auf jeden Fall einmal Turtle Head. Turtle Head ist nicht falsch. Das Problem ist nur relativ offensichtlich, dass wir nicht unbedingt die Leute haben. Und vor allem habe ich dir immer noch gesagt, dass du nicht in Surgery arbeiten sollst. Und das liegt in erster Linie aber auch nur daran, weil ich darauf warte, dass die fertig sind. Ja, da staut sich's bereits. Also wir brauchen ganz, ganz dringend jemanden, der dort arbeiten kann. Das wäre jemand, der dort arbeiten könnte, aber das ist so ein bunter Hund. Vor allem, der so viel kostet. Ja, und da muss man natürlich dann auch schon irgendwann wieder die Frage stellen, überlegt man wieder zurück zum Marketing zu kehren, nachdem wir das ja einfach probiert haben und so überhaupt keinen Erfolg damit hatten. Aber das Schöne ist, es sind nur 3 weitere Tage. Also lass uns ganz kurz noch so ein bisschen warten. Night Booster hat entschieden, doch da zu bleiben. Wunderbar. Das Ding ist fertig, also bye bye. Ihr wandert erstmal dort rüber. Damit jetzt hier wieder Platz existiert und man sieht, an jeder dieser Ecke will natürlich irgendwer hin, um behandelt zu werden. Ja, und das Problem ist natürlich, die Leute sterben uns jetzt hier alle weg. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz für diese eine Situation jemanden einstellen, der dort arbeiten kann. Ups, das ist richtig, da musst du hin. Einfach nur, um 2 Leute zu haben. Aber ich denke, in der Sekunde, in der irgendein Arzt auftaucht, der nicht so übertrieben teuer ist und besser vielleicht auch Trades hat, obwohl wir da wirklich vielleicht das in diesem Augenblick ignorieren müssen. Aber auf jeden Fall, wenn einfach jemand Besseres vorbeikommt. So, ich nehme mal ganz kurz dich hier. Der kostet nicht viel und kann den mal kurz krallen. So, Frage ist, 97% für jemanden. Ja, wie gesagt, das Wichtige, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, und das war, glaube ich, auch so gesehen Vorgänger der Fall. Ja, Surgery wieder mehr Zeug. Dass selbst ein höheres Level schon ausreicht, oder mehr Erfahrung, wenn man so nennen möchte, schon so ein bisschen dafür aushelfen kann, dass die besser sind. Nice, okay. Wenn man es jetzt auch noch hinbekommen würde, den da oben zu behandeln. Deswegen, die Gefahr ist, dass man... Jetzt hätten wir zum Beispiel noch einen Surgeon. Noch einen Surgeon. Das könnte logischerweise diese aktuelle Situation ein bisschen bereinigen. Problem aber auch natürlich hier wieder, dass wir dann so einen richtigen bunten Hund haben. Aber vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Dass wir jemanden nehmen, der dort arbeiten kann. Während dann der aktuelle woanders arbeitet. Not now. So, ist da jetzt jemand drin, der auch aktiv behandelt wird? Oder äumet ihr jetzt hier wirklich gerade nur herum? Weil das ist nämlich auch etwas, was gelegentlich mal passieren kann, dass Räume irgendwie nicht wirklich gestartet werden. Okay, jetzt geht aber auch jemand rein. Gut. So, ich bin mal ganz kurz so frei, mach mal einen von denen weg.
Brauche ich hier einen? Will work for Peanuts ist vielleicht gar nicht mal dumm. Meine Frage ist, und das werden wir jetzt auch nochmal ganz kurz hier checken. Wir hätten 3, 4 Leute, wenn man den wieder entfernt. Bis hier oben ist der noch dabei, genau. Wir hätten eine gewisse Anzahl an Leuten, die das Ganze übernehmen könnten. Dich, dadurch, dass du so viele Skills bereits hast und dementsprechend auch teuer bist, möchte ich eigentlich, dass du in möglichst vielen Ecken arbeitest. Nicht in der Surgery arbeitest, das ist in Ordnung. Okay, ich denke, ich werde den einen abziehen und mir einfach mal noch hier Jules Sans erlauben, beziehungsweise, wenn ich ihn umbenennen dürfte, Charistian. Und diese Person darf dann auch nochmal ganz kurz hier mitmachen. Du arbeitest nicht dort, du arbeitest nicht dort und du arbeitest auch nicht dort. Okay, gut. Damit haben wir jetzt ein paar Leute. Turtlehead, der muss noch so ein bisschen aufschieben. So, habt ihr den erfolgreich behandelt oder ist der einfach nur so langsam noch, weil ich jetzt angehalten hatte? Ja, genau. Dich haben wir nicht mit einem... Warum arbeitest du dort? Oh boy. Also das kann leider ab und zu... Okay, wo solltest du arbeiten? Oh, nee, du arbeitest dort. Achso, habe ich es aber falsch daneben gesetzt. Upsi. Okay, das sollte natürlich nicht passieren. Kann passieren, sollte aber nicht. Ja, okay. Also Research natürlich auch hier wieder. Etwas, was ich überhaupt nicht haben möchte. Also will ich mir den holen. Der könnte theoretisch so ein bisschen aushelfen und kostet halt nicht die Welt. Okay. Okay. Ja. Damit haben wir 2 Doktoren, die das so ein bisschen übernehmen könnten. Aber auch hier bleibe ich dabei. An einem gewissen Punkt werdet ihr ausgetauscht. Sind 2 genug, damit ich den da abziehe? Eigentlich schon. Weil man darf nicht vergessen, die Surgeries, also... Oder die Krankheiten, die man da behandelt, sagen wir so rum, sind gut, um Geld zu machen. Die kosten relativ viel. Dementsprechend da jemanden zu haben, wenn nicht sogar vielleicht irgendwann 2, sollte eine gewisse Herausforderung sein. Du definitiv nicht. Denke, da sollte man ernsthaft überlegen, jemanden zu bekommen, der einfach günstiger ist. Man könnte überlegen, dich zu bekommen als weitere Person, die... Und da sollten wir mal ganz kurz gucken, nämlich das ist fertig. Denn wir haben ja auch noch hier das Problem. Mal hier so aufmachen. 1, 2, 3. Wir haben 3 Leute, die sich nur darum kümmern können. So, ganz kurz nochmal sicherheitshalber gucken, dass ich auch die richtige Person angeklickt habe. Yes. Die kosten zum Teil 3.000, einfach nur um hier hingefahren zu werden. Eine Frechheit. Okay, dich werde ich aber, denke ich, auch behalten für jetzt erstmal. Nur verzeihbar werden wir da nochmal umbenennen. Aber jetzt haben wir natürlich auch hier Leute, die ernsthaft dahin wollen. Okay, dann machen wir da, denke ich, auch einfach munter weiter. Wir haben nämlich gerade so ein bisschen extra Geld, auch wenn es kurz vorm Ende des Monats ist. Na, dieses müssen wir einmal ganz kurz... nutzen. So, was bist du denn für ein Hanzo? Okay, du bist einfach nur einer von denen. Auch immer interessant, wann auf einmal da keiner mehr gefühlt vorbeikommt. Schön wäre wirklich einer. Level 2, 2-mal Schnippschnapp und mehr auch nicht. Nasty. Rock Bobina ist immer angenehm, aber nasty kannst du dir nicht erlauben. 84%, sehr schick. Was immer noch nicht umwerfend ist, wenn man ganz ehrlich ist, für jemanden, der immerhin 2, na sagen wir mal, einmal Treatment and Surgery Plus bekommt und nochmal einmal plus 10 allgemein. Das ist nicht die Welt. Die Sache ist, der Kollege wäre vermutlich in Ordnung. Arthronius ist 5 Sterne, er kostet 56.000, aber wenn man nur so kurz im Vergleich, 45.000. Warum ist der Unterschied so groß? Beide 5 Sterne. Senior Consultant. 5 Sterne.
Ach so, hatten wir den vielleicht als 4 Sterne ursprünglich gehabt und haben den dann halt schon eine Beförderung gegeben? Das könnte der Fall sein. Und dadurch ist der einfach günstiger. Weil normalerweise schwanken die Preise nicht so hoch. Natürlich auch interessant. Wir könnten hier nochmal einen weiteren bekommen. Oh Gott damit. 2 negative und Romantic ist auch nicht unbedingt positiv. Instrumental Glass Clown Hangry. Ja, also das ist alles noch nicht wirklich angenehm. Wir brauchen mehr Leute, die nichts können. Oder sagen wir mal, vielleicht eher weniger können. So, und jetzt kommt der Schrein nach dem Recovery Room. Das ist ein Problem. Wir haben den Debugger, genau, mit für 8-Bitten-Kollegen. Aber wir brauchen jetzt auch noch für die anderen einen Raum. Wie teuer ist denn der Raum, wenn ich kurz fragen darf? 35.000, ey. Und es ist ein 5x3 Raum auch noch. Puh. Meine Frage ist, ich kann den Raum mehr. Ja, das Doofe ist, und es ist immer wieder der Fall, man will, dass all seine Doktoren in der gleichen Ecke sitzen. Das heißt also, du wanderst. Denn ihr arbeitet eigenständig. Wo ihr sitzt, ist im Endeffekt Wurst. Die anderen Kollegen hingegen nicht. Wir geben natürlich jetzt hier mit dem ein bisschen viel Geld aus, aber wir hoffen uns natürlich, dass wir anderswertig A noch Geld machen und B das Ganze wieder einspielen. So. Was so ein großes Mist, ey. Das ist wirklich beängstigend. Sollen wir ganz kurz hier leicht drehen? Gucken. Ne, Sweet Dispenser. Hatte ich kurz eine Überlegung gehabt für den einen Kollegen, der hangry war. Aber ich denke, das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht machen. So, und der Witz ist natürlich auch hier wieder. Das sind 35.000. Plus nochmal 10.000. Und der Witz ist natürlich auch hier, wir machen das zu. Der Kollege hat hoffentlich die Zeit zu warten. Und auch hier wieder Leute, die unendlich lange für Zeug anstehen. Dort müssen wir eigentlich unbedingt noch jemanden bekommen. Dich müssten wir vermutlich einstellen. Dann kommst Nasty, wenn Hangry, genau, wenn Hangry. Okay, wir haben noch Zeit, bis das Ganze gebaut ist. Dann müssen wir überlegen, ob wir die kaufen und dann überall diese komischen Süßigkeiten-Automaten reinschmeißen, nur damit die nicht durchdreht. Ich kann noch 4 Tage mehr erlauben zu warten, hoffentlich. Einer, der überhaupt nichts kann, ist nicht falsch, aber ich müsste dann überlegen, was man dem wiederum gibt. Ja, natürlich mehr Leute, die Geld verlangen. Come on. Ja, du kostest auch noch mehr. Okay. Dann kommst du jetzt hier als nächstes dran. Ich hoffe, ihr kommt jetzt hier nicht doppelt dran oder ähnliches. Das ist immer so die Gefahr, man denkt irgendwie richtig zu wissen, wo man in der Liste war. Dann taucht man auf einmal doppelt auf. Scheint jedoch noch nicht der Fall zu sein. Okay, sehr gut. Damit ist das offen. Damit heißt es, dass wir hoffentlich so ein bisschen die Masse hier reduzieren können. Das sieht schon besser aus. Ich denke, wenn wir das auch nochmal hier verbessern, ist klar, sollte der Zyklus besser verlaufen. Da will ich auch nochmal ganz kurz eine Sache überprüfen. Yes, wunderbar. Und das sollte dazu führen, dass mehr Leute behandelt werden können und wir noch mehr Geld einnehmen. Das ist ganz wichtig. Ja, und wir haben, wie gesagt, auch noch hier die Überlegung, irgendwann das nächste Jahr auszubauen, denn das ganze Nurse-Zeug darüber zu werfen. Und dann sollten wir hier nochmal ein bisschen besser voranrücken können. Weil wir wissen, wir haben nämlich noch
Das ist einfach mal die Frage. Wissen wir brauchen Nurse-Sachen, aber ich will noch ganz kurz wissen. Wir haben noch die Schockklinik haben wir, Resolution haben wir, das fehlt uns, das haben wir, 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 das haben wir. Das Ding haben wir hier, genau. Das haben wir dort. DNA fehlt uns noch. Die beiden Dinger fehlen uns noch. Also, ich denke, das würde in Ordnung gehen, wenn man Linus das Zeug darüber wirft. Und dann sollte man vermutlich auch gucken, wenn man dann dazu kommt. Das ist die gute Frage, ob wir das heute überhaupt schaffen. Ob wir... Habe ich den Faden verloren. Okay, wir können das aufmachen. Meine Frage ist, der Doktor würde sich gleich verabschieden. Vielleicht gehe ich hin. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Könnte überlegen, ob man wieder diese dumme Ich kauf den, um den anderen das beibringen, Idee zu verfolgen. Aber ich denke nicht, dass es funktioniert. Okay, wir haben jemanden, Class Clown Green Fingers. Das ist in Ordnung. Wenn ich sage, whoopsie, nicht das sagen, sondern das sage, wir haben dich. Du bist richtig teuer. Wenn ich dich für den rausschmeiße, beziehungsweise dich weiterarbeiten lasse und die beiden noch ebenfalls dafür ausbilde, ist das Overkill. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind 6 Gebäude für aktuell. Der Idealfall wäre wirklich, wenn man sagen würde, man würde all die Kosten, die Idioten fressen, rausnimmt. Und die Schwachen reinschmeißt, die aber mehr oder weniger den gleichen Job erfüllen könnten. Deswegen, ich denke, das sollten wir machen. Wir sollten kurz sicherstellen, whoopsie-do. Du bist dabei. Du machst nicht das, du machst nur die hinteren. Und dann haben wir hier die beiden. Wenn wir denen die Möglichkeit geben, die sind auch beide gut von den Trades. Grumpy ist vielleicht nicht 100% ideal, aber whatever. Wenn ich jetzt sage, irgendeiner von euch Dingesse, der vielleicht auch noch halbwegs looking for work, ideal. Dann bringst du das den beiden bei. Und dann benennen wir die nebenbei auch schon mal um. Das bist du und das bist du. Don't forget to tip your nurse. Wenn wir die haben, dann können wir einen von den anderen Dumdums rausschmeißen. Dich würde ich behalten als reinen Surgeon. Dich würde ich behalten, weil du einfach noch in Ordnung gehst. Du aber hingegen, der wirklich halt fast das Doppelte frisst, du wirst dann fliegen. Machst du vermutlich trotzdem eine halbwegs gute Arbeit. Aber wir müssen einfach so ein bisschen auf die Zukunft achten. Und das ist die Frage. Den reinschmeißen. Ich muss es leider machen. Einfach weil ich sehe, dass da Leute sitzen, die behandelt werden möchten. Und solange ich niemanden habe, dem ich das dann als nächstes beibringen könnte. Boy, was ist das denn? Schade. Nicht wirklich hilfreich. Ebenfalls müssten wir überlegen. Na, gucken wir mal ganz kurz, wie viel Geld jetzt rausgeworfen wird. Ja, 92.000. Okay, wenn die fertig sind, kann ich einen von denen feuern. Das sollte das Ganze nochmal ein bisschen angenehmer machen. Und dann haben wir auch genug Leute, die theoretisch dann hier überall diese ganzen Stationen vielleicht so ein bisschen abarbeiten können. Dann können wir auch irgendwann Turtle Head starten. Ansonsten braucht ihr hier irgendwie irgendwelche Getränkmöglichkeiten? Nö, ist eigentlich da eine Ecke, das sollte es tun. Hier oben könnte man maximal überlegen, was zu machen, aber da ist eh kein Schwein. Dementsprechend, die meisten Leute werden dann da einfach abgearbeitet. Also auch hier, denke ich, sieht man ganz klar, dass es mittlerweile relativ gut funktioniert. Gucken wir mal ganz kurz, Wartezeit 0, 3, 0, 0, 3... Ah, und da tauchen natürlich die ganz mit den DNA-Laboren natürlich jetzt auch auf. Und dementsprechend, wenn wir das ganze Zeug da endlich rausschmeißen können, denke ich, haben wir die Möglichkeit, die anderen Sachen auch noch reinzuwerfen. Aber ich kann es noch nicht jetzt machen. Ich denke, ich muss wirklich überlegen, so 52.000 zu haben, damit man so ein bisschen die Sicherheit hat.
einfach dieses Gebäude zu kaufen, nur dann auf 30.000 runterzufallen. Oh, oh, never ever. Okay, das Schöne ist natürlich, der Kollege ist relativ schnell als Teacher. Die anderen beiden sind nicht wirklich hilfreich in der Hinsicht, aber die 180% alleine tun es natürlich trotzdem schon. Und dann kommen die auch noch. Oh boy. Ich kann mit unseren Plänen nicht allzu lange warten. Klar, man kann die versuchen, wieder hier reinzuschieben, aber wie immer, die Angst ist das. Ich könnte mir überlegen, dass man hier nochmal einen hinsetzt. Macht mal hin, bitte. Jedenfalls sollten wir vielleicht überlegen, dass wir jetzt ein paar Janitors auch wieder gesammelt haben. 7, ist 7 in Ordnung? Wir haben bisher 2 Gebäude. Na gut. Sollte hoffentlich gehen, auch so. Ich würde als nächstes den ganz gerne Geschwindigkeit beibringen. Man wirklich sagt, Arbeit Accelerator arbeitet looking for work. Also vielleicht guckt, dass man hier nochmal ein paar Leuten was beibringt, aber bevor wir das machen. Okay, Edith war jetzt nicht notwendig, aber hey, whatever. Wenn man nochmal guckt, hier vielleicht den ein oder anderen Sitz da reinzuwerfen. Und hier muss man aufpassen, weil sonst können sie sich da nicht mehr hinsetzen, genau. 5 sollte in Ordnung gehen. Dass wir hier einfach den... Wo bist du hin? Da, Motivation. 30 geht auch durchaus in Ordnung. Junior Janitor. Ein Intern, der nichts kann. Das ist mir Wurst. Du bist ganz wichtig. Wirklich? Wir haben nicht mehr? On Break. Okay, dann bringe ich das dir auch noch bei. Dann kannst du schneller vom Pausenraum zur Repetition rennen. Warum nicht? So, damit haben wir jetzt 2 Nasen nochmal extra. Die jetzt da in diesen ganzen Ecken ebenfalls aushelfen können. Ganz wichtig. Das heißt, du müsstest diejenige sein, die jetzt fliegt. Der kostet zwar nochmal einen Ticken mehr, aber für den anderen habe ich wenigstens noch einen Nutzen. So, wo bist du jetzt gerade? Auf dem Weg dorthin. Okay, mach einfach mal noch eine Person. Einfach um ihre Fähigkeiten nochmal ganz kurz auszunutzen. Aber wollen wir mal ganz kurz gucken. 98%, das ist ein guter Wert für jemanden, der nur einen und hier Level 2 hat. Also, ein Treatment und die Maschine auf Level 2. Das ist echt gut. So ist nicht. Warum hat man ihr Mayo auf den Kopf geschmiert? Hat das jemand erzählt? Weiß sie davon? Okay, wunderbar. Hast du gut gemacht. Ich frag mich, wie viel das wirklich ausmachen wird. Ja, ich muss es einfach machen. Denn die Kosten... Warum waren die Kosten... Also da muss ich ganz ehrlich zugeben, da bin ich immer noch nicht so hundertprozentig klar, wie das alles genau funktioniert. Ich gehe davon aus, dass das, was wir jetzt hier gerade rausgestrichen haben, tatsächlich jetzt hier schon... Nee, ist eigentlich immer vom letzten Monat. Also da muss ich entschuldigen, dass ich da keine Ahnung habe, wie das genau funktioniert. Oh, da wurden sogar eine Masse von Leuten... 82%, 90%. Also das ist natürlich schon etwas bitter. Okay, wir sind kurz davor, das zu erreichen. Ich muss es jetzt einfach schon aufmachen. Es kann, ich weiß. Aber ich sehe halt die nächsten Krankheiten hier schon aufpoppen. Und wenn wir das lieber vorzeitig schon vorbereiten könnten, dann wäre das natürlich ideal. Wir überlegen natürlich auch irgendwie, was man hier macht. Ob man erneut den Versuch... Ich denke, das sollten wir live sehen. Jetzt hier das so zu überlegen, bringt nämlich nicht viel. Okay, Night Booster mal wieder. Warum eigentlich? Tireless. Ich denke immer wenn Leute irgendwie Tireless haben, dass es mehr Probleme mit sich bringt als... Falsche Taste. Auch fies, sie sind genau oder fast nebeneinander. Habe ich hier irgendjemanden, der mir helfen kann? Literal, nope. Ich könnte dich einstellen, wenn ich wollte, als jemanden, der etwas kann, aber... Auch hier 3 Sterne, müsste dem erst... Ist alles nicht wirklich gut. Lass mich aber mal ganz kurz noch ein bisschen warten. Ihr seid alle irgendwie doof. Cheese for Brains ist extremst furchtbar. Has potential short temper funny. Also ich denke, die Überlegung, irgendwann wieder auf Marketing zu gehen, in der Hoffnung, mehr Doktoren oder ähnliches zu bekommen. Und da kommt das DNA-Labor.
Das Ding wird ein Knaller. Weißt was, Sandhome? Denke dir, in Alabor brauchen wir aktuell ernsthaft noch nicht in Überlegung ziehen, weil wir es nicht umsetzen können. Wir brauchen 50.000, wir brauchen mindestens 2 Leute, die daran ausgebildet sind. Und am besten wirklich halt wie immer ein DNA-Labor plus Treatment, damit die wenigstens so ein bisschen besser dastehen. Nice, come on, gib mir Geld. Das geht in Ordnung. So, yes, no. Okay, das Gebäude steht. Wir werden anfangen, Sachen zu bewegen. Wir haben die 3 Bösewichte, 4 Bösewichte, 5, 6. 6 Sachen. Und so wie die vom Aufbau sind, das Schöne ist wirklich, die sind, glaube ich, gespiegelt, müssten wir auch die Möglichkeit haben, das darüber zu werfen. Dann können wir nämlich definitiv auch einen weiteren GP reinwerfen. Wir haben nur gerade niemanden, den wir hier ernsthaft nehmen können. Das ist immer so das Doofe. So häufig Situationen, wo man sieht, dass da jemand ist, aber man kann den einfach nicht jetzt gebrauchen. Ja, goddammit. Okay, hier müssen wir dann natürlich wiederum so herumspiegeln. Wir machen das ganz bewusst so und so. Ideal ist es nicht, aber es ist auch nicht wirklich wichtig. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie lange dürfen wir mit der Mumifizierungssache warten? Wie ich das da hinstellen? Ich schmeiß das mal ganz kurz darüber. Erstmal so ein bisschen. Erstmal nur rüberwerfen. Den Rest machen wir dann gleich. Ja, und hier folgen wir der Idee auch, dass wir dann hier dann einfach diesen Large Radiator hinwerfen. Sorry, da wirst du jetzt rausgepfeffert. Ja, hier ist es doof. Hier ist so eine doofe Ecke, wo ich noch nicht weiß, was ich mache. Nee, der ist nicht hundertprozentig gleich. 1, 2, 3, 4 Eingänge. 1, 2, 3 nur hier. Das ist nicht doof. Okay, ich platziere dich mal ganz kurz erstmal hier einfach nur so weiter entlang. Ich kann mal da hinten irgendeinen Dicken reinstopfen. Ich denke, das wirst dann du sein. Wie viele Leute da liegen gerade? Einer. Das sollte in Ordnung gehen. Sorry, musst du dich da gleich nochmal neu anmelden. Platziere ich das so und mache das nochmal größer? Eigentlich nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Okay, das Ding braucht eine Wand, dementsprechend reagieren die darauf jetzt nicht wirklich angenehm. Ich denke, das sollte die Idee sein. Ja, komm an, dankeschön. Okay, zum Beispiel passt der wiederum nicht dahin. Dann müssen wir mal ganz kurz wieder gucken, ob man hier nochmal ein bisschen schummeln kann. Kleines bisschen geht immer. Nicht genug, um scheinbar auch noch den dritten dahin zu bekommen. Natürlich echt dumm. Das Lustige ist ja, dass man gesehen hat, dass sie zum Teil aber anderswertig sich irgendwie überlappen können. Na, schade, nein oder nicht. Das wäre ernsthafte Platzverschwendung, da nicht irgendwas hinzuwerfen. Vielleicht schmeißt man da einfach nochmal einen Caster hin, nur für Zauber einfach irgendwie hin. Irgend sowas. Auch da müssen wir natürlich jetzt gucken, dass das Ganze wieder so eng wie möglich platziert wird. Alles doof. Weil ich sehe halt schon, dass einer von denen gleich flöten gehen wird. Ganz kurz den will ich halt aber wegstellen. Also der Raum ist einer der mit furchtbarsten, aber weil diese doofen Dinger so viel Platz jetzt sollte ich eigentlich auch nicht auch hin. Für die Situation soll es erstmal in Ordnung gehen. Ich will doch nur einen noch dahin werfen. Lass mich raten, das funktioniert nicht, weil der gerade im Weg steht. Leider nicht ganz. Die Ecke ist ernsthaft das Problem. Wo ich dann noch wieder fragen muss.
Erstmal einfach nur, dass das Zeug nicht im Weg steht. Wenn ich sage, ich entferne dieses hier noch, dann sieht das hier nochmal besser aus. Das steht dann aber auch weiterhin über. Ich hätte vermutlich einfach mit der Sache arbeiten müssen. Tehehe. Dementsprechend das einfach sich so wieder zurückwerfen zu lassen, ist eine sehr hilfreiche Methode. Vielleicht lasse ich das einfach so über Eck und überlege, dass man da vielleicht was anderes reinwirft. Was stand da eigentlich vorher? Achso, das war eine von diesen Sachen. Also ich muss natürlich aufpassen, dass das vom Platz her nicht doof wird. Das ist die mit beste Ecke dafür. Ja, okay. Ich denke, wir werden gar nicht versuchen, das an die Wand so zu setzen, die wir jetzt da hingebracht haben. Sondern lieber das, was wir jetzt hier neu gewonnen haben, so gegenüber weiterhin zu behalten. Frage ist aber weiterhin, ob ich das Ganze überhaupt brauche. Das ist meine Frage, wirklich, kann man das Ganze vielleicht sogar auf... Es ist vermutlich sogar tatsächlich möglich, so ein bisschen Platz zu sparen. Man sagt, wir machen das hier hin. Schieben das alles so ein bisschen rüber. Kann man das ein bisschen kleiner machen. Am liebsten würde ich das Ding wirklich einfach in die Mitte stellen. Oder, weißt du was, wir schmeißen es aber komplett raus. Ganz simpel. Dann können wir nämlich hier nochmal einen komplett sparen. Okay. Ich denke, das geht in Ordnung, denn allzu viele Leute kommen da wirklich nicht. Wir gehen trotzdem ganz kurz hin, werden noch einen Stuhl hier hinsetzen, falls es mal zu einem Problem kommt. Aber das geht in Ordnung, hoffe ich. So, das Dum-Dum kommt als nächstes. Zwei von denen kann ich mir ruhig klauen. Und... Check. Und den weiß ich gar nicht, ob man so viel überhaupt braucht. Ich denke, hier wird dann wirklich die Ecke hinkommen, wo man auch irgendwelche, vielleicht hier so oder ähnliches, wo man vielleicht Getränkeautomaten hier in die Ecke stellt. So. Damit haben wir das Ganze ein bisschen angenehmer gestaltet. DNA-Labore müssen hier hin. Das Ding könnte man wieder darüber holen. Das Ding werden wir vermutlich jetzt bewegen. Oho. Das ist relativ lustig, wie viel Platz man auf einmal dann hat. Nachdem man auch die Treatment-Sachen aufteilen kann. Sehr angenehm. So, wir schmeißen das Ding erstmal ganz kurz hier in die Ecke. Das dorthin und das nochmal dorthin. Gut, dann werden wir hier die Mumiensache hinwerfen. Und dann müssen wir hier eigentlich gucken, ob man hier irgendwas anders macht. Ich denke, der Gang geht in Ordnung. Dann schmeißt man das... Also am besten wäre natürlich, wenn die DNA-Labore nebeneinander wären. Damit auch dort nicht das größte Problem existiert. So, was aber noch existiert, ist das Problem, dass wir noch keine von denen hier haben. Ich schmeiß das Ding einfach hier hin. Notfalls werden wir in der Zukunft dann nochmal anpassen. Toiletten. Auch ein bisschen doof von der Länge. Schmeißen wir euch einfach erstmal hier hin. Haben wir in die Mitte? Wie groß ist die Anforderung für den Raum? 4x3. Nee, lass mich mal ganz kurz. Ich könnte das Notfalls aber auch nochmal hier hinwerfen. Wie sieht das Ding aus? So sieht das aus. Heißt also, wir wollen das definitiv auch so aufbauen. Ich hätte ganz gerne eine Spiegeltaste. Wenn man auch das nochmal irgendwie anders hinwirft. Ja, ist ja lustig, aus es so zu machen. Was mir nicht viel bringt. Weißt du was, ich mache einfach so. Dafür bin ich dann jetzt wirklich zu faul, das Ganze irgendwie umzubauen.
Okay, wir müssen wirklich das Ganze jetzt hier erstmal ein bisschen langsamer angehen. Denn man darf nicht vergessen, wir haben nicht nur Sachen umbewegt, wir haben mit zwei mindestens. Den schon ein bisschen mehr, nachdem wir auch noch hier nochmal ein bisschen ausgebaut haben. Aber wir haben auf jeden Fall Geld ausgegeben. Und da wollen wir es ja nicht riskieren. Was wir auch machen sollten, ist jetzt die Turtle-Head-Sache starten. Aber was wir auch machen müssen. Ups, ich kann schon wieder weitermachen. Wir müssen irgendwann die ganzen Dinger hier mal wieder reparieren. Gerade vor allem jetzt, wenn auch so ein doofes Erdbeben gleich kommt. So, euch könnte ich da theoretisch nochmal rüberwerfen. Wir brauchen aber in Wirklichkeit einen weiteren GP. Ich könnte dich theoretisch einstellen, einfach nur als, hey, du kannst hier schnell aushelfen. Aber das Schöne ist, wir haben aktuell 5 Leute, die dort arbeiten können. Heißt also, wenn ich ganz kurz einfach hingehe. Ich weiß, dieser Raum ist bestimmt jetzt schon 6 oder 7 Mal irgendwo hingewandert. Ich schmeiße einfach mal ganz kurz hier rüber. Das ist nicht ideal, aber whatever. Ja, und dann ist die große Frage, was fehlt noch? Dürfte nämlich dann nicht mehr allzu viel fehlen. Damit haben wir wirklich, glaube ich, alle Krankheiten hier gesehen. Ah, ja, genau. Ich wollte das noch machen, damit wir auch hier nochmal. Also, ich stelle das so hin, damit die Leute nicht noch so viel weiterlaufen müssen. Also, ich kann jetzt hier nochmal 2 Sitzplätze anbieten. Mach hier einfach nochmal so ganz kurz welche hin. Dann habe ich jetzt die Ausrede, hier einfach nochmal welche hinzusetzen. Hurra! Dann können wir die nämlich da nochmal so ein bisschen aufteilen. Sehr schick. So, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ja, sehr gut. Da ist jemand auf Zack. Oh, ist jemand gestorben. Upsi. Green Fingers, Cheese for Brains. Nope. Hangry, High Energy. Hilft mir alles nicht. So, ein Night Boost hat sich mal wieder entschieden, doch zu bleiben. Sehr schick. Staff Promotion. Brandy Bab. Klar. So, wie sieht es eigentlich aus? 90%. Ja, es wird nicht passieren, aber hey. 90% geht eigentlich in Ordnung. Also wir müssen da vermutlich irgendwo noch auf den dritten achten. So, wie sieht es hier aus? 72. Das ist der große Unterschied. Das sieht man es auch hier. Level 2, nur Level 1 mit einem Treatment. Ein gefühlter Unterschied von 20%. Das ist ein bisschen böter. Our money is getting quite low. Oh yo, das ist nicht schick. Okay. Ja, also hier ist dann wirklich das weiterhin interessant zu beobachten, dass jemand, der so wilde Traits hat, so nicht ideal meines Erachtens ausgebildet, trotzdem immer noch besser wäre. Einfach weil die Erfahrung den Unterschied macht. So interessant zu sehen, unsere Reputation ist bei 99%. Da gibt es also überhaupt keine Gefahr. Hoffe ich. Hoffe ich, müsste man wirklich sagen. Wir kriegen auf einmal sehr viele Schnibbler. Das ist interessant. Will Work for Peanuts könnte nochmal Sachen sehr angenehm machen. Dementsprechend. Wer ist der so richtig teuer ist? Du bist derjenige, der so richtig teuer ist. Deswegen, das ist kein großer Unterschied von denen. Ich meine, das ist jetzt positiv so gesehen. Kein großer Unterschied von den Skills, zumindest auf den ersten Blick. Kostet aber bei weitem weniger. Das sollte hoffentlich Sachen nochmal angenehm machen. So, wie sieht es denn hier aus? 72, ja. Also. DNA-Labor. Nope, sorry. Das ist gerade eine Hausnummer, die so ein bisschen zu kräftig ist. 72. Interessant zu sehen, dass die eigentlich fast relativ gut dabei sind. Okay, jetzt müssen wir auch irgendwann überlegen, das Ding nochmal neu zu bauen. Also. Tun wir das auch. Und sagen auch hier wieder Upgrade. Aber ich denke. Na, gucken wir einfach mal ganz kurz. Pharmacy haben wir. Ward haben wir. Psychiatry haben wir. DNA-Labor fehlt uns. Deluxe-Klinik haben wir, Pantsuit haben wir, Clown haben wir, Chromor haben wir, Fracture Ward haben wir, Injection Room haben wir, Pest Surgery, Head Shock Resolution,
Cryptology, das haben wir noch nicht. Und da müssten wir dann irgendwann noch gucken, dass wir das eigentlich auch schon aufbauen und upgraden. Weißt du was? Dann starten wir jetzt einfach mal. Ganz kurz gucken, die Person muss dort rein. Das heißt, wir wollen wir so nah es geht an die Tür stellen. Setzen das Ding dorthin. Du gehst raus. Stuhl mehr oder weniger davor stellen. Das ist ungefähr davor. Müssen wir gleich nochmal gucken. Denn wie immer, wir wollen das so nah wie möglich haben. So, da steht es gerade 2 zu 2. Bei 7 Leuten heißt es so, wir brauchen 4, um das Ganze positiv abzuarbeiten. Und das wäre schön, wenn wir das hinbekommen würden. Uns sind gerade sehr lustig zu sehen, dass eine dieser Personen bis da nach drüben gelaufen ist, nur um irgendwelche Broschüren sehen zu können. Dann machen wir mal hier ganz kurz welche hin. Einfach nur, um da so ein bisschen den Leuten auszuhelfen. Deswegen, ich denke, das ist so vielleicht die einzige Sache, die hier noch so ein bisschen krankt. Dass wenn Leute tatsächlich länger warten würden, was sie nicht tun, aber wenn sie es würden, dann haben sie aktuell keine Möglichkeit, sich irgendwie mit Drinks oder ähnlichem Zeug auszustatten. Ja, das Problem ist natürlich hier, und dementsprechend, da werden wir auch nochmal ganz kurz herumwachsen. Okay, da kommt auch schon einer angewatschelt. Von denen wir uns gerade vorbereiten. Nope. Definitiv nope. Frage ist, ob man jetzt trotzdem anfängt, hier jemanden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Once more money sucks. Und viele Leute dabei, die mir so überhaupt nicht helfen. A real mess, genau. Also ich glaube, ich habe immer noch irgendwelche Leute einstellt, bei denen ich noch nicht die Namen umbenannt habe. Da muss ich also auch demnächst nochmal gucken. Hier war es natürlich hier ganz lustig zu sehen. Das Ding ist viel zu groß. Was wichtig ist, die Dinger haben wir eigentlich schon auf hohem Level. Aber da kann ich echt auch noch mehr Leute. Oder wir müssen die alternative Route gehen, dass wir die Leute irgendwann mal ausbilden. Ich denke, so Level 2 ist so der erste wichtige Schritt. Jemanden am besten, der... Der war nicht am Arbeiten? Du bist on... Ich meine, ich bringe es trotzdem mal ganz kurz ihm hier bei. Da müsste dann wirklich überlegen. Dementsprechend... Cryptology, get to wait. Hehe, hi. Ja, wir haben uns so genau rechtzeitig... dafür vorbereitet. Denn das ist jetzt erst die erste Person... Wie sieht's hier aus? 77. Also ich denke, ist ganz klar, wir müssen irgendwann die ganzen Sachen nochmal auf 2 von 7. Yikes, what did you do? Also er hat auch nicht mal alle geschafft. Oh, mehrere. Great. Okay, kümmere du dich mal darum. Mein Geld ist in Ordnung. Bist du gerade an dem vorbeigelaufen? What? No, not repairing. Fangen wir bitte erstmal den Geist. Einfach nur um... Sehr schön. Und dann kannst du das Ding... Achso, hat jetzt jemand anders gemacht. Wunderbar. Ja, und dann ist natürlich wichtig, irgendwann noch diesen Hospitalbetrag zu verbessern. Und dann diesen letzten Stern zu erreichen. 70%! Huff, das ist nicht viel. Wir machen aber gut Geld. Doof. Ich würde den ganz gerne natürlich irgendwo anders hinwerfen. Aber vielleicht müssen wir hier einfach jetzt hingehen. Das ist natürlich ein Problem. Cool wäre wirklich, wenn man sagen würde, man lässt den einfach arbeiten. Problem ist nur, wie wir schon so ein bisschen mitbekommen haben in der Vergangenheit, wenn die nur diese eine Sache können, dann bringen die alles und jeden um. Ah, vielleicht muss man hier einfach das Ganze erstmal so angehen. Einfach hoffen, dass
der nicht zu viel umbringt. Okay, here we go. Gehen wir mal 50.000 nochmal aus. 3 mal 4. Das würde hier hinpassen. Gott, das Ding ist so groß. Ist das 3 mal 4? Das ist 4 mal 4. Whatever. Das ist nicht ganz richtig, aber... Für jetzt soll das einfach mal so in Ordnung gehen. Noch was, wenn wir das in der Zukunft anpassen. Ah, das ist schon einer, okay. Ah, ich suche wie immer den Stuhl. Der Stuhl. Oh, das Ding ist falsch rum. Der Stuhl muss hier nämlich unten in die Ecke hin, weil er nämlich hier und hier arbeitet. Und dann bauen wir noch den Feuerlöscher, falls die Hütte brennt. Okay, und dann kommt jetzt nochmal die lustige Sache hinterher, das Ganze auf Level 2 zu bringen. Ups, da ist jemand gestorben. Pipe Organs. Heißt also, wir müssen eigentlich schon hier überlegen, dann jemanden weiteren einzustellen. Tires easily. Nee, nicht schick. läuft ja gerade wirklich so rum mit dem Ich muss kotzen. Animation. Ja, da hinten sterben mir gerade ein paar Leute zu viel. Aber... So wie es aussieht, kommen wir da ganz kurz nicht dran vorbei. Ja, die Neulinge schaffen es nicht. Kill someone. Whoopsie. Ich schaffe es aber auf jeden Fall nicht, die zu behandeln. Nicht cleaner Vomit. Also da wäre wirklich schön. Also ich denke, zwei ganz spezielle Features würde ich noch ganz gerne haben. Gerade mit, sagen wir mal hier, Psychiater. Was? Na, Psychiater kann man eigentlich ausheben. Das Einzige wirklich ist das DNA-Labor. Wo man sagen sollte, man hat ein DNA-Labor für Treatment, ein DNA-Labor für Diagnosen und dann würde ich auch ganz gerne mein Personal so aufteilen, dass man sagt, man hat einen, der ein DNA-Labor als Qualification hat und dann nur Diagnosesachen und der andere nur Treatment-Sachen. Und dann arbeiten die nur in diesen jeweiligen DNA-Laboren. Dann kann man sagen DNA-Labor 1, DNA-Labor 2 oder wie auch immer. Man kann die Dinger lustigerweise umbenennen, warum auch immer. No, Dinges. So schön aber zu sehen ist, dass wir hier immerhin nochmal jemanden behandeln konnten. Also nicht alles ist furchtbar gerade. So, ihr seid fertig. Achso, dir habe ich das beigebracht. Ja, ich muss jetzt eigentlich hingehen. So doof ist es, die beiden eigentlich einstellen, den beiden GP beibringen. Damit ich wieder genug Doktoren habe für die Zukunft. Deswegen der... Ich sollte vermutlich gucken, ob jemand hier vielleicht nicht so einen gewissen Extra-Speed nochmal hat. Okay, du hättest hier durch die 120. Das ist aber nicht so schick. Lass lieber arbeiten gehen. Okay. Wenn wir das dann haben, haben wir alle Sachen eigentlich gebaut. Wir werden irgendwann noch einen zweiten hier hinsetzen. Zweiten von den Dingen brauchen wir noch, aber den Rest kann man eigentlich sich so sparen. Und das Wichtige wird dann natürlich wiederum sein, dich kann ich auch noch umbenennen. Und das Wichtige würde dann natürlich sein, dass die alle an Erfahrung gewinnen. Dass man irgendwann die alle auf Level 2 bringt, die ganzen Sachen hier auf Level 3 bringt, die Räume selber auf Level 5 bringt. Trotzdem immer so ein bisschen, was braucht man hier eigentlich gerade? Wir brauchen Leute, die hier Diagnosen stellen können. Ah, natürlich echt bitter. Deswegen, ich würde mal ganz kurz gerne wissen, du hast 13%. 13 ist wirklich wenig. Entsprechend, das Lustige ist, es gibt ja hier die Möglichkeit, diese Medicine Cabinets hier reinzustellen. Klar, aktuell noch zu teuer, das Ganze so zu machen. Oh, boah, hier sind so viele. Aber... Selbst wenn man hier nur 5 reinstellt, was im Endeffekt 5% mehr sind, das macht einen großen Unterschied. Okay, das Ding ist fertig. So, und jetzt bist du derjenige, der sich um diese ganzen Leute kümmern darf. Viel Glück.
Hier hätten wir jemanden wie dich, wo im Hintergrund wieder jemand in dem Bild langläuft. Once more money, nope. So bis low energy. Also hier wird gleich gewechselt. Ja, und jetzt muss man eigentlich schon ernsthaft überlegen. Wow, die Person ist nicht falsch. Will work for peanuts. Shit, son. Obwohl ich immer noch nicht weiß, was Marketing Skill Plus in dieser Logik bedeutet. Okay. Ich persönlich werde das Ganze jetzt kurz in Angriff nehmen. Entwickelt es der Eingang und Ausgang Wurst. Aber ich mache es so, weil der näher zu der Sache ist. Warum auch immer das so langsam nur drehbar ist. Hier. Und hier sieht es was aus wie ein Klassenzimmer. Damit ich machen, damit die auch besser vom Board sehen können, die da hinten sitzen. Gut. Und jetzt drücken wir die richtigen Tasten bitte, um den Kollegen einzustellen. T. Okay. Und du gehst jetzt hin und machst eine Kampagne für Doktoren oder Nurses? Ich glaube, wir brauchen insgesamt mehr Doktoren. Gut. Und jetzt arbeitet der Dinges dort. Richtig? Yes. Irgendwann werden wir natürlich nochmal einen zweiten einstellen. Und dann sieht man, da geht das Ganze schon bei Weitem schneller. Das Wichtige ist natürlich, den zweiten zu haben, dass, wenn man eine Kampagne gerade hat, das Ganze einfach weitergeht. Super. Ich will auch halt die Möglichkeit haben, Qualifikationen wieder entfernen zu können. Und wow, wir haben das sogar hier fast geschafft. Wenn wir noch ein bisschen Blödsinn ausgeben. Oh, das Ding ist fertig. Hi. Kann da überhaupt jemand gerade arbeiten? Haben wir dafür überhaupt das Personal? Ich glaube nämlich nicht. Hey, Literal Motivated Green Fingers. Okay, willkommen im Team. Das soll mir recht sein. Aufpassen, dass man hier nicht irgendeinen Blödsinn anhat. Great. Also ich hoffe, du bringst gerade nicht jeden um, der den... Okay, was bist du? Dir ist einfach nur zu kalt, das ist jetzt nicht mein Problem. Oh boy, aber es ist nicht wirklich viel. So, wir haben hier 25.000 gerade nochmal ausgegeben gehabt. Obwohl wir die 25.000 ausgegeben haben und dann jetzt hier diese 82 verloren hatten. Das heißt also, das hängt nicht... Oder es wird nicht erst am Ende drauf gerechnet. Ah, ich brauche keine Nurses. Oder ich brauche keine Doktor-Nurses, sagen wir es so rum. Hätte vermutlich Nurses wählen sollen. Warum habt ihr mich gehört, dass ich Diagnosen brauche, aber dann nicht... Nicht falsch. Aber die Trades sind doof. Müssen wir fast überlegen einzustellen, nur mit der Idee, dass die vorhandenen Leute damit ausgebildet werden. Logischerweise fast jede gottverdammte Person, die wir haben, müsste so ausgebildet werden. So, get a level 4 staff room. What is das? Wow. Das sieht richtig merkwürdig aus. Okay, wenn wir es jetzt noch irgendwie extra Geld ausgeben würden, dann könnte man heute sogar noch den ersten Stern erreichen. Aber ich will eigentlich nicht nur dumm Geld ausgeben. Na, darauf wird es vielleicht hinauslaufen. So, ihr seid fertig. Damit haben wir zwei weitere Doktoren bekommen. Lasst uns das Ding mal ganz kurz hier rauswerfen. Schmeiß es einfach erstmal nur hier hinten irgendwie hin. Das soll jetzt hoffentlich nicht so sehr stören. Damit ich hier ernsthaft den nächsten von denen bauen kann. Und dafür werden wir den darüber werfen. Werden den dort drüber werfen. Um hier eine Kopie zu bekommen. Ich denke, das ist so das mit Beste, was wir machen können. Ist zwar nicht angenehm, auf 5 hochzuklettern. Gerade wenn man so an das letzte Krankenhaus sich erinnert, wo wir für eine lange Zeit mit... Wir hatten 4 bis 5. Okay, das geht dann noch. Ich dachte, wir hätten nur 4.
Okay, wenn wir aber dann hier irgendwann es schaffen sollten, diesen Leuten auch nochmal eine richtige Ausbildung hinterherzuwerfen, dass sie alle Level 2 werden, dann sollte das in Ordnung gehen. So, ich glaube, das Ding aktualisiert sich nicht immer sofort. Glaube ich. Wir hätten jemanden, der das machen könnte. Ich glaube, das müssen wir mal ganz kurz einfach so in Anspruch nehmen. Da komme ich nicht dran vorbei. Aber ihr könnt euch... Könnt aber wissen, dass ich die Person rausschmeiße in der Sekunde, in der was Besseres auftaucht. So, trotzdem nebenbei gucken. Hier kommen nämlich wirklich viele reingeschossen. Ah, ich brauche jemanden, der... Das hätte man auch überlegen müssen, ob man nicht eine Kampagne startet, wo man einfach nach DNA-Labor-Idioten sucht. Und da war also gar nicht mal so viele Leute, die da hingehen. Interessanterweise ist mein Hospital-Value gerade gesunken. Das liegt vermutlich daran, einfach weil ich weniger Geld habe, weil das zählt nämlich auch mit rein. Und sofort 10 Leute, also irgendwas stimmt hier noch nicht ganz, würde ich mal behaupten. Fracture Emergency, oh boy, yep. Und ich sage natürlich jetzt hier, dass jetzt hier 2 auf einmal arbeiten sollen. Einfach nur, damit sich 2 Leute darum kümmern können, die ganzen Leute hier anzunehmen. Jemand, der gar nichts kann. Will work for peanuts, terribly dull. Das geht sogar in Ordnung. Und weißt du was? Du kannst auch erstmal in Diagnosen arbeiten. Das Lustige ist, damit kannst du keine Leute umbringen. Frage ist trotzdem, ob irgendjemand dem das beibringen könnte. Working. Ja, das ist genau das Problem, was ich mir erwartet hatte. Aber das ist erstmal einfach nur. Könnten wir bitte das Ganze heute noch erreichen? Das wäre cool. Den könnte man definitiv reduzieren. So, Leopardenskin. Ja, das ist... Hast du das erfolgreich hinbekommen? Das ist natürlich auch lustig. Er hat eine Diagnose gestellt. Die Person ist rausgegangen. Mehr oder weniger 360 hingelegt und hat sich dann auf die Bank gesetzt, um da dann gleich wieder behandelt zu werden. Das ist wahre Kunst. So, ich muss hier wieder darauf aufpassen. No. Warum kommt ihr wirklich alle auf einmal mit den Skills angelaufen? Das ist echt furchtbar. Hast du schon... Nope, immer noch kein Level 2. Behandelst du oder... Nope, du machst erstmal nur das. Okay. Könnten bitte weniger Leute hier bis zur Endlichkeit warten? Das ist ja beängstigend. Ich hoffe, ihr werdet alle erfolgreich behandelt und werdet nicht herummautschen. 70%, also 88%. Okay, also hier müssen wir uns auch merken, irgendwann, wann auch immer, müssen wir eigentlich gucken, dass die alle nochmal ausgebildet werden. Du bist ein bunter Hund. Zu bunt für meinen Geschmack. Ist immerhin 4000 günstiger. Ich will eigentlich jemanden haben, der so rein gar nichts anderswertig kann. Ja, und da kommen natürlich jetzt die Massen. Das ist ein Problem. Komm, wir brauchen nur noch 3 Leute. 3 Leute für heute. Komm on. Und dann haben wir den Stern erreicht. Man kann sich jetzt hier schon die Credits angucken. Interessant. Congratulations, your hospital has been awarded a 1-star rating by the 2-Point Health Ministry. Your organization has become the gold standard for healthcare in 2-Point County. You have risen above all competition, leaving their long-held hopes and dreams lying soiled in shabby tears. I come can end. On the ground. A soothing thought, is it not? Continue aiding the county's most hectic area to cement your legacy. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.